Ach so, fahr du mal. Geht das auch? Kannst du jetzt auch fahren? Nee. Okay. Ja, der erst sitzt nämlich an. Oh, Alter. Die Energie. Ja. Dob. Oh nein, steht doch hier. Gut, dass wir noch nicht so weit gekommen sind. Alter Falter. Ey, frisst der Energie. Hallöchen. Hier sind's, die zwei von der Raumstelle, hätte ich mal gesagt. Da sind wir wieder. Mal die Schlange aus meinem Gesicht. So, was willst du? Einen großen Rover? Ich glaube, wir wollen jetzt einfach einen großen Rover machen. Ich habe auch ein bisschen nachgeguckt, was wir jetzt so mit Metallen machen können. Ja. Kann man Silikon machen. Ja, und dafür wollten wir einen Planierer bauen. Genau. Aber uns interessiert jetzt gerade was anderes. Genau. No. Ja. Und jetzt mal den großen, die müssen wir noch lernen, fällt mir gerade auf, glaube ich, ne? Ja, wir müssen einiges jetzt gerade durchlernen. Aber wir haben jetzt Bytes, über Bytes. Ja. Über 20.000. Soll ich den mal lernen oder soll ich dir die Ehre überlassen? Ja, mach ruhig, alles gut. Was denn der? 5.000, das ist ein Schnäppchen. Zweimal Gummi. Und zweimal Aluminiumlegierung. Gummi bringe ich im Achterpaket gleich mal vorbei. Oh, stell dich hin. Da. Legierung habe ich auch schon vorgearbeitet. Hier rechts. Ah. Ja. War aber schon fleißig, der Q-So. Ja, im Prinzip sind es ja immer nur zwei Rohstoffe im Chemielabor. Einmal draufgeklickt, kurz gewartet, passt schon. Oh, also, ich glaube, ich alles. Großer Rover. Langsam aber sicher. Oh, der ist wirklich groß. Ja, ne? Die Reifen sind schon ganz schön knapp am Abgrund hier. Nicht, dass er gleich als erstes wegmacht. Ich würde auch... Naja, gut, das mache ich vor der nächsten Folge. Dann räumen wir mal ein bisschen auseinander. Vielleicht. Oh, ja. Dass nicht so eng aufeinander steht. Ich weiß hier gar nicht mehr, wo hier was steht. Mach den Höhleneingang mal kleiner. Oh, das Planieren ist echt schön. Ja. Oh, sehr gut. Nicht mehr ganz so gefährlich. Nee, das stimmt. Oh, es dauert aber eine Weile, ist der fertig? Wahrscheinlich ist auch nicht genug Saft da, ne? Doch, gerade schon. Eigentlich schon, ja. Doch, ein Riesenteil, ja. Ja. Ich habe hier noch... Irgendwie ein Verpacker, aber... Komprimiert Gegenstände zu Paketen. Was soll ich denn mal... Hier? Weiß auch gar nicht, wie das geht. Zum Beispiel eine kleine Plattform? Ja, so was in der Richtung? Da könnte man es vielleicht mal mit ausprobieren. Was wir einpackt. Nehmen wir einfach mal ein Lager, ein kleines. Den oder ersten, das, ja. Den ersten Test. Ist keine Ahnung. Muss ich da bestimmt irgendwo drauf? Auf den Bohrer setzen oder wie? Kann man das vorne auf Bohrer?
So an den. Ah, tatsächlich, ja. Passt an den Bohrer, aber. Kann jetzt trotzdem nur oben, unten und planieren damit machen. Es gibt Sachen, da weiß man es einfach nicht. Nein, ich. Lass mal da eingelagert. Vielleicht braucht man dann noch mal. Ja, wir werden schon irgendwann schlauer daraus. Ich glaube auch. So, was sagt denn der Rover? Oh, Paket sagt da. Oh, Alter. Lass mal ja beide rein, das Paket. Dumm. Holla, oh. Die Waldfee. Hey. F, umdrehen. Der ist wirklich groß. So, der muss, hä? Wie wird denn der bedient? Muss er einen Sitz draufschrauben oder muss er dann... Es gibt einen großen Rover-Sitz, habe ich gesehen. Ah ja. Wollt nachgucken. Das wollen wir auch nochmal lernen, wa? Mittlerer Drucker. Zwei Kunststoff eingemischt. Habe ich. Kunststoff ist ein Fachgebiet. Kunststoff ist mein Fachgebiet? Ja, du hast doch da rum ja. Wenn du Gummi. Achso, Kunststoff hast du gar nicht hergestellt, wa? Nö, ich guck mal, was nach wie es geht. Oder guck du nach und sag, was du brauchst. Ich glaube, Gummi und. Gemisch. Hallo, ich möchte gerne mal drauf zugreifen, bitte. Kunststoff brauchen wir, dann brauchen wir Kohlenstoff und Gemisch. Okay, Kohlenstoff. Ich habe keinen Kohlenstoff mehr. Ich habe da hier vorne Grünzeug hingeworfen. Können wir, das muss man natürlich raspeln. Ah ja, stimmt. Also Kohlenstoff kann man sich auch eigentlich erstmal einen Vorrat machen. Klein. Ja, das stimmt. Es geht bei mir aber auch nicht gut, muss ich sagen. Nee. Hey. Gerade auf den letzten in meiner Ecke, da komme ich noch beschissen drauf. Wir brauchten zwei, ne? Ja, einen habe ich jetzt mal. Kunststoff liegt hier. Zwei Kunststoff, ein Gemisch. Großer Robot. Ah, hast du schon angeworfen? Nee. So. Ah, ich dachte. War angeguckt. Oh nein. Alter, was habe ich denn hier alles? Alles auf einmal abgebaut. So, so ist doch gar kein Thema. Doch einfach. Ups, so, aber ich habe gesehen, man kann ordentlich was dran kabeln an das Teil. Und hier hinten sogar noch was aufstecken. Also ich bin dafür, dass wir auf jeden Fall auch den mittleren Rover bauen. Gucken, ob wir den da dran machen können. Ja. Oh, da geht vielleicht auch groß an groß. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, lass mal lieber gleich groß an groß schrauben. Nur was zieht das Ding dann eigentlich? Oder fährt das, dann können wir damit selbst fahren, ja.
nicht mehr so aus, ne? Da ist irgendwie so ein Treibstoffkanister dran oder was das ist hier. Die blauen Dinger. Der Sitz sieht auf jeden Fall so aus. Da ist ein Lenkrad. Ah, sehr gut. Tatsächlich. Na gut. Dann bitte bringen Sie den Sitz an. Okay. Ich, Frage ist, was der braucht als Antrieb, ne? Ja, geh, wie jedes andere Ding auch. So, auf, schießen an unsere Base. Die Base ist wahrscheinlich gleich leer. Wahrscheinlich. Oh ja. Boah, guck mal, was für dicke Balken da. Und so Batterien an. So, wahrscheinlich hinten erstmal einen mittleren Generator dran klemmen oder so. Und qualmen sie schon die Batterien? Ist voll. Bitte steigen Sie ein, Herr Kyuso. Hey. Oh, hallo. Ah, ah. Hallöchen. Bin noch da. Ui, ui, ui. Aber ich sitze doch in der Mitte. Ja. Auf das Lenkrad, aber ich mach gar nichts. Ach so, fahr du mal. Geht das auch? Kannst du jetzt auch fahren? Nee. Okay. Ja, der erst sitzt, nehme ich an, ne? Oh, Alter! Die Energie! Ja. Die Energie! Stopp! Oh nein, steh mal her! Gut, dass wir noch nicht so weit gekommen sind. Alter Falter! Ey, frisst der Energie. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Da brauchst du ja, was weiß ich, für einen Reaktor oder so. Große Generatoren, oder was? Also, große. Also, oder zwei kleine, die laufen, die durchgehen. Da stopfst du ja dann nur Grünzeug dran, oder? Ja, die arbeiten ja nicht so schnell, die kleinen Generatoren. Auf jeden Fall. Dafür brauchen wir Kohlenstoff. Bin ziemlich sicher. Coole Sache. Wie sieht's denn aus mit den Generatoren? Ja, mach doch mal zwei, oder? Also hier sind auf jeden Fall die mittleren, die liegen hier auch noch rum, ne? Ja. Oh, sogar mit Dings drauf. Ach, nehme ich mal drüber. Ja, nimm mal mit drüber. Mit Kohlenstoff schon drauf, angebraucht. Kran. Ja, hab ich auch gesehen, aber ich glaube Titan oder so. Mittelgroßes Solarmodul, mittelgroße Windturbine, mittelgroße Batterie. RTG. Scheint das größte Strommodul zu sein. Benötigt eine Nanokarbonlegierung und einmal Lithium. Ja. Das wäre wahrscheinlich die passende Stromversorgung für das Riesenteil. Ich auch. Nanokarbonlegierung, ich guck mal. Ja, was testen. Ah, Stahl können wir auch schon herstellen. Wofür brauchten wir das denn? Titan liegt unten hier. Ich glaube, ich habe schon das Problem gelöst eigentlich. Okay. Durch Zufall. Und zwar? Einzige, was passieren muss gerade, ist, dass irgendein Generator an dem Ding einfach läuft. Steig mal drauf und fahr ein bisschen, dann siehst du, wie der Strom weggeht. Also fahr es ruhig leer, kein Thema. Warte mal, wo ist denn die Höhle? Nein, nicht in die Höhle. Wir wollen noch ein bisschen was ausprobieren. Ja, Strom geht so echt derbe runter. Jetzt mach ich mal an. Und jetzt fahr mal. Ja. Er verbraucht super langsam nur das Gemisch.
Das Gemisch, die organische Materie. Das stimmt wohl. Und lädt sich auf und ist alles gut. Das ist schon recht schnell, das Teil. Ja. Bleibt immer hier auf unserer schönen Fläche hier. Halt. Ich muss sozusagen nur Motor an und Motor aus. Ja, eigentlich schon, ne? Dann klappt alles. Ja, gar nicht verkehrt. Gut, wenn du da jetzt noch 12 Hänger dran klemmst und noch mal ein paar Rover, dann... Das geht bestimmt genauso. Wird's irgendwann eng, aber... So, warte mal, was ich dir eben mal berichten wollte. Ja, ich höre. Die ganz... Nein. Ich glaube, die falsche... Die Kleinigkeit von... die Nano-Carbon-Legierung. Mhm. Den größten... Wahrscheinlich brauchen wir ja dann gar nicht erstmal. Du brauchst eine Titanlegierung und Stahl für und Helium. Davon alles haben wir nicht. Davon haben wir noch gar nichts. Gar nichts, nichts. Das glaube ich noch ein bisschen üppig, aber er funktioniert ja mit dem Kleinen. Jo. Ganz gut sogar. Ich glaube, das ist nicht ganz gewollt, dass es so funktioniert, wie es gerade funktioniert. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Nehmen es aber so hin. Ja. Man muss die Dinge nehmen, manchmal wie sie sind, und was soll man machen, ne? Was wollen wir jetzt da dranhängen? Noch ein Rover oder wie? Ja, ganz ehrlich, ja. Gut. Ich will noch einen großen Rover dranhängen. Alles klar. Und auf den großen Rover können wir ja. Also, auf jeden Fall eine große Plattform drauf machen. Jo. Oh Mann. Nee, wir brauchen ja gar keine Plattform. Wir brauchen nur große Lager dafür. Es ist ja sozusagen eine Plattform. Mhm. Oder brauchen wir ein bisschen Keramik? Muss man noch größere Plattformen angucken. Oh Gott, die gerade schon die Dimensionen. Ach, was ist denn mit der Handelsplattform? Können wir mal bauen, oder? Ja. Gemisch, Wolfram und Eisen. Ist ja eigentlich recht easy. Wolfram? Eisen? Oh, das geht. Und Gemisch. Auf geht's. Jetzt wird aber so einiges ausprobiert. Wir können ja nicht den ganzen Tag nur über Planeten. Das stimmt. Machen wir mit. Ein Freizeitspaß hier. Nee. Arbeit. Harte Arbeit. Was ist das? So. Nein. Das ist auch nebenbei schon mal den großen Rover gebaut. Ja. Dauert da auch ein Minütchen. Zack. Fühlt sich irgendwie so günstig an, wenn man die Rohstoffe rumliegen hat. Wenn man sie hier rumliegen dann, hat, ja, aber. Ja. Aber die Reise ist alles zu besorgt, aber das man vergisst es schnell. So, das finde ich ja mal mega hier eigentlich. Oh, meine Energie ist alle. Oh, mein Sauerstoff. Oh, nee, mein Sauerstoff geht noch. Der Rover ist ja hier. Ich will gleich doch mal hier irgendwas, zumindest ein kleines Solarmodul oder so auf dem Rücken schnallen. Eskaliere gerade am Planierer hier. Oh! Für den Plan alles. Ja, ja. Ja, dann. Geht schon, aber. Eigentlich geht's so.
Dann würde es sogar schon so rein. Ganz wichtig, auf einer geraden Oberfläche anfangen. Ich habe es mir am Anfang nicht hingekriegt. Je schräger oder je verformter, ne, die Form übernimmt er dann. Und echt cool gemacht, finde ich. So. Er baut ja schon. Ja, ja, angeschmissen habe ich schon. Die Hansesplattform habe ich mal gerade hier hingestellt. Ja. Hol mal gerade irgendwas hier rüber. So. Oder? Ist sie das? Ja, ist sie. Jetzt den wieder auswählen. Soll das sein? Zweimal Schrott? Nee, einmal Schrott gleich zweimal Lehm? Keine Ahnung, ich sehe die Sachen ja gerade nicht. Wie gesagt, ich kenne das Ding auch nicht. Aber ich habe ja Schrott schon hingelegt jetzt, oder nicht? Ja. Also es sind ja die alten kaputten Düsen hier von ihm. Nicht da. Machen kann man noch nichts. Oh. Was für Geräusche hier eigentlich? Ich glaube, wir brauchen den Schredderer jetzt endlich. Ach so. Ach, der schreddert das zu den Kleinschrottern. Ja. Ah, weil ich hier aus oben hier gerade sehe. Toll. Hab ich auch schon irgendwo gesehen, das Ding. Großer Schredder, für einen anderen gibt es auch nicht. Glaube ich. Doch, gibt es mit. Ja. Aber beides haben wir noch nicht, glaube ich. Wolframkarbid und zweimal Eisen. Hm. Wolframkarbid können wir doch, oder? Muss ich mal gucken. Oh mein Gott. Wird schon wieder kompliziert hier mit dir. Wolframkarbid. Kohlenstoff und Wolfram können wir, ja. Dann baue ich einen großen gleich, ne? Ja, was echt machen können, klar. Mhm. Übrigens, die Rover lassen sich verbinden. Ach, muss ich gleich mal gucken. Geht schon wieder so viel ab. Zwei Eisen, ein Kapit. Nehme ich mal schnell, bevor ich es vergesse. Dann gucke ich mal. Tut mir auch ein bisschen leid, aber ich werde noch einen dritten bauen. Da kommst du mit einem kleinen Generator aber nicht mehr weit. Das sag ich dir. Das werden wir sehen. Kleinen haben die mit größten Power. Ich stehe ja nicht um Kohlenstoff. Ich hab's vergessen. Wolfram und Kohlenstoff, alles klar. Wolfram brauche ich. Wolfgang. Nee, habe ich nicht so drauf geachtet. Eine richtige Knüppelei. Eine schmilzt, der andere lernt, der andere baut. Wo war der denn? Im mittleren Drucker. Ist der jetzt hier? Rein theoretisch. Also. Großer Schredder. Let's go. Boy. Nicht, dass man klein und groß auch wieder braucht. Über den Druckern auch jetzt. Ja. Kann natürlich auch wieder. Ich glaube, der Schrott zumindest sah überall gleich aus. Gerade genug angefangen hier, oder was ist hier mit dir?
Geht doch schon wieder was. Wusste ich doch. Gibt's wirklich genug zu tun an dem Spiel? Ja. Okay, da brauche ich wahrscheinlich auch eine große Plattform, ne? Gehe ich mal stark von aus. Wie immer, Plattform B, glaube ich, heißt die 3 Hearts kostet. Finde ich ziemlich praktisch, muss ich sagen. Mhm. Im Großen, war die, ne? Nee, mittleren. Mittleren? Werden jetzt andere wichtige Sachen gebaut. Oh, jetzt habe ich es verstellt, Entschuldigung. Hast du da schon was eingestellt hast? Nö. Oh Gottes Willen. Jetzt habe ich das Ding wieder in der Hand. Oh. Und es trägt. Ein Bild für die Götter. Jetzt habe ich nicht nur den Drucker runtergenommen, jetzt habe ich gleichzeitig nur das Kabel in der Hand vom Strom. Wie geht das denn? Ich habe keine Ahnung. Das kann auch nur ich hinkriegen. Ja, Drex. Nee, so ist falsch rum. So, bitte. Große Plattform B. Wir müssen dann. Hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Wir müssen dann auf unsere Ebene hier umziehen, glaube ich. Die du planiert hast jetzt auch. Ja. Nicht, dass die ein bisschen schräg ist. Ja, die ist ein bisschen schräg, aber es geht doch nicht anders. Aber auch minimal nur. Jetzt mäkelt er in meiner. Ja, geht so. Ist auf jeden Fall Daniel. Ja. So, Schredder! Schredderer. Ach so, ja, Schredderer. Plattform? Fertig. Gebaut. Pack den hier. Oh, der ist schwer. Wohin? Nach hinten? Ja. Neu. In die Höhle geworfen. Aber doch so gar nicht hin. Wollte euch Verlängerung, ne? Haben wir da rumfliegen. Ja, ich wollte schon immer ausprobieren. Ja, endlich mal nutzen hier. Wie rum gehört denn das Teil hier? Ich glaube, so ist richtig rum. Da brauchen wir viele Verlängerungen. Naja, obwohl von da. Okay. Ah! Da los. Verlängerung. Kabeltrommel oder was? Würdest du sagen. Ja, cool, cool. Ah, mit Stromrichtung. Guck mal. Ist richtig erstmal. Ich fürchte, die wird nicht ganz reichen. Nee, deswegen haben wir ja mehrere. Oh. Perfekt. Blöp. Guck mal, eine Pflanze ist fertig hier. Vorsicht. Eine Trampolinpflanze. Ja, cool. Alter, ey. Findest du auch nicht ein bisschen übertrieben, ne? Nein, jetzt ist es auch okay. Also wirklich, jetzt ist es okay. Ja, alles gut, je mehr wir transportieren können, umso geiler mit einer Fahrt, aber. Da fährst du einmal los und ist gemischt, dann brauchst du erstmal ein Jahr nichts mehr. Oder was ja, weiß ich. Das ist der Plan.
Transportable Base einfach. Ja, mal. Ja, genau. Wo ist denn hier die Düse? Hier sind sie. Ach so, ja, da sind sie ja drauf. Ja, sie weg. Oh. Oder muss man oben reinlegen? Wo ist der Schredder? Wandelt Schrott um. Wandelt Schutt in Schrott um. Ja. Nein, nein, wirklich. Wie geil. Das hätte ich nicht gedacht. Läuft ja da so ein bisschen dran rum. Oder? Na, da vorne kommt irgendwas. Wird mal kleiner. Das ist schon großartig. Oh, sogar zwei Stück? Nee. Ah, sieht mir eher so eine anderthalb wahrscheinlich aus. Alter, macht das einen Alarm, das Teil. Ja. Gut, dass wir es aufgehoben haben. Definitiv. Auch was reintun. Zack! So, und was braucht man jetzt an dieser Handelsplattform? Zweimal? Nee, nee. Mal dran. Nee, einmal Schrott. Hast du reingepackt? Oben dagegen gesteckt. Ja. So, dann. Jetzt können wir irgendwas herstellen hier. Dann handel mal. Keramik. Ich will nicht lebensuchen gehen. Quarz, Graphit, Ammonium, Laterit, Malachit. Jetzt echt? Geht das alles? Malachit würde sogar auch gehen, aber Wolfram mit dann nicht mehr. Da brauchst du viel mehr. Da brauchst du drei Schrott. Zinkblende. Titanit sogar. Ah? Lithium, alles nur aus Schrott. Wie gut ist das denn? Hammer geil. Wir müssen Schrott sammeln gehen. Ja, unbedingt. Kannst du mit deinem Rover gleich mal den Planeten leer machen? Ja. Aber das dann bitte erst in der nächsten Folge. Jawohl, machen wir. Zeit für die gewerkschaftliche Pause. Feierabend. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao. Daumen nicht vergessen.